Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Eureka hat, finde ich, ein absolut interessantes Line-up an asiatischer Filmkunst. Neben klassischen Wuxia- bzw. generell Martial-Arts-Filmen sind es teilweise auch offensichtlich anspruchsvollere Titel, die sie da in ihr Sortiment aufnehmen. So ist der von Tadashi Imai gedrehte Film Revenge nämlich als Teil der Masters of Cinema quasi Eurekas Pendant für die Criterion Collection veröffentlicht worden. Aber auch hier hat man wieder den großartigen Künstler Tony Stella damit beauftragt, ein neues Cover-Artwork für den Film zu erstellen. Das finde ich auch auf dem Schuber-Artwork von diesem britischen Blu-ray-Case wahnsinnig cool aussieht. In der OFDB ist der Film Revenge aus dem Jahr 1965 als Abenteuerfilm beschrieben, wobei es allerdings nur keine wirkliche Veröffentlichung weltweit in die deutsche Filmdatenbank geschafft hat. Dabei bekommen wir jetzt hier mehr oder weniger einen der wenigen Releases von diesem seltenen Film, weswegen ich ganz besonders froh darüber bin, dass ich diesen Titel jetzt auch in meiner Sammlung habe. Vor allem, weil ich interessant finde, dass wenn man in die IMDb schaut, dass dort ein altes Originalpostermotiv von dem Film eingetragen ist als Hauptmotiv, wo wir mehr oder weniger den schreienden Hauptcharakter in fast 1:1 der gleichen Pose vorfinden, wie er das jetzt eben dann auch hier auf der Zeichnung tut. Ich finde es allerdings bei diesem Artwork von Tony Stella ganz besonders genial, wie toll hier seine eben etwas ausgewaschene, reduzierte Farbpalette einfach absolut perfekt zu diesem Film und zu diesem Packaging passt, wie eben der Farbstil und die Aufbereitung von den dargestellten und gezeichneten Elementen einfach wundervoll 100% homogen ausgefallen ist. Das ist in meinen Augen ein absolut wunderschönes Cover-Artwork, das sich dann noch dazu ein bisschen auf den Spine fortsetzt. Und wir können jetzt dann einmal einen Blick auf das Backcover werfen. Natürlich gibt es in diesem Fall für den Film lediglich den alten klassischen japanischen Originalton. Hier eben noch einmal die Interpretation oder die Vorlage auch für die für das Frontcover-Artback. Und wir erfahren auf dem Backcover, dass dieser Film hier seine Blu-ray-Weltpremiere feiert auf Basis eben von einer neuen 2K-Restauration von Originalfilm-Elementen, was aber im Fall nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass es auch das Originalkamera-Negativ war. Wir sehen, dass dann hier für das tatsächliche Keepcase auch mit dem Masters of Cinema Banner quasi der alte klassische Stil von den Eureka-Veröffentlichungen beibehalten wurde, dass man natürlich hier ein bisschen kürzen musste, um das etwas weniger hohe Standard Blu-ray Case mit dem Bildmaterial zu füllen, sodass man auf eines von den vier Bildern aus dem Film wieder verzichten musste. Aber wenn wir dann nochmal einen Blick ins Innere werfen, sehen wir sogar den Ausschnitt aus dem Originalposter, den ich vorher bei der IMDb angesprochen habe, eben ganz eindeutig hier die Vorlage für dieses Cover Artwork und finden dann hier im Inneren tatsächlich bei diesem Titel kein Wendecover, sondern stattdessen ein durchgehendes Innenartwork, das hier auch ein bisschen mit einer stark reduzierten Farbpalette arbeitet, aber nachdem der Film scheinbar ein Schwarz-Weiß-Film ist, ist das natürlich in dem Fall auch passend, weil auch diese bräunliche Ästhetik vor allem bei den ganz alten Schwarz-Weiß-Filmen eben immer auch so ein bisschen diese Sepia-Last darstellt, die damit, finde ich, auch optisch ganz gut zum Material passt. Und dabei finde ich schön, dass farblich zum Beispiel hier auch die Disc an das Innenartwork von dem Case angeglichen wurde. Dafür bekommen wir eben die klassischen Schwarz-Weiß-Grau-Stufen auf dem Booklet, wobei wir, wenn wir hier einmal einen Blick ins Innere werfen, vielleicht dann eben auch noch neben ein paar Informationen zu den Filmen, zu dem Film in dem Text hier, zum Beispiel auch das alte japanische Originalplakatmotiv zu dem Film, auch noch ein bisschen Bildmaterial sehen. Ich muss echt sagen, dass ich auf diesen Film relativ gespannt bin, weil ich irgendwie finde, das habe ich auch schon gesehen, das ist wirklich eines der furchtbarsten Plakat-Artworks, die ich jemals gesehen habe, das definitiv auch ein alter japanischer Abenteuer-Action-Film-Klassiker, auf den ich sehr gespannt bin und wo ich wirklich froh bin, dass ich den in meiner Sammlung habe. Na, manchmal wollen diese
dieses Schuber nicht ganz böse, sich mit dem Plastiküberzug schlagen. Aber auf jeden Fall eine coole Sache, cool gestaltet, schön aufbereitet und ein Film, auf den ich sehr gespannt bin.